Herzlich willkommen zum Kickbox-Workshop online für dich zu Hause. Heute geht es ums Thema rund um Liebefeste. Das ganze Jahr über haben wir ja tolle Feste rund um die Liebe, ob es der Valentinstag ist, ob es Muttertag ist oder Hochzeiten. Und genau zu dem Thema machen wir heute Kickbox. Ich habe schon mal den Teig gerieben, so wie es im Rezept steht, mit dem Frosting vermischt. Dasselbe machst du jetzt da. Und dann können wir schon abwiegen. Und zwar machen wir Upside-Down-Cakebox, das heißt, unten ist die Kugel, nach oben zeigt das Steckerl. Dann machen wir normale Cakebox, wo man zum Beispiel dann einen Rosenstrauß machen kann. Und dann werden wir auch so Herzl-Kickbox machen, wo wir einen Ausstecher brauchen. Mit dem fange ich gleich mal an, mit dem Rest machen wir dann Kugeln. Nimmst du eine große, also eine gescheite Menge von Kickbox-Teig, ich werde euch auch einen Pimpingsteig zeigen. Dann, wie man Rosen aus einer Mold rausdrückt, das sind so Silikonformen, und wie man kleine Rüschenrosen macht, beziehungsweise Ruffle Roses heißt es, die gehen ganz schnell, kann man genauso machen. Also richtig schön, dass links und rechts, oben, unten, überall gescheit drinnen ist der Teig. Dann drückt man raus. Und dann muss man ein bisschen nachformen, dass es schön gleichmäßig wird und vor allem, dass die Kanten nicht zu spitz sind, sondern eher ein bisschen abgerundet. Sonst kann es passieren, dass die Glasur, wenn sie dann trocken wird, dass sie reißt, weil die Spannung dann einen Riss verursacht. Ich nehme aber gerne die Spitze vom Herzerlausstecher, damit ich da nochmal schön nacharbeiten kann. Man kann die Cakebox für verschiedene Sachen verwenden. Zum einen für ein Sweet Table, ist klar. Dann kann man es auch als essbare Dekoration auf Torten nehmen, zum Beispiel, dass man es dann reinsteckt. Oder man kann es auch als Einladung verwenden, das heißt, man schenkt jedem zukünftigen Gast, den man einladen möchte, zu irgendeinem Fest, einen Cakebox, nicht in einem Papier eingepackt, mit einem Schild drauf, wo alle wichtigen Details dann sind, das ist eine super Sache. Natürlich kann man auch zum Muttertag Cakebox verschenken, statt einer Torte einmal. Man kann es auch als Gastgeschenk verwenden, bei einer Taufe oder bei einem Geburtstag oder bei der Hochzeit. So, da haben wir jetzt das Herz. Schauen, dass es richtig schön dick ist, dass es uns beim Spießen dann nicht bricht. Als Glasurfarbe habe ich mich heute entschieden, dass ich bei Weiß, Rot, Rosa und Schokobraun bleibe, zartbitter. Natürlich kann man alle Farben verwenden, wie einem das halt Spaß macht oder wie es zum Thema passen. Wieder schön die Masse in die Kanten, überall links, rechts, oben, unten, überall schön eindrucken. Diese Technik mit den Metallausstecher, das funktioniert mit Sterne, Blumen, mit allem Möglichen kann man das machen. Es ist halt, je mehr Ecken und Kanten das sind, desto schwieriger wird es.
Also die Herzerl-Cakepops, ich persönlich mag es gern, wenn oben die Herzerl, die Bauchel schön rund sind und unten die Spitze ein bisschen zart wird. Aber das ist sicher Geschmackssache, aber das kann man selber dann ein bisschen formen, wie einem das am besten gefällt. Ich gehe wieder mit der Spitze vom Ausstecher oben schön drüber. Die Kanten, die Tischplatten mitverwenden, da kann man aber schön nur mehr ein bisschen kletten. Und das nächste Herzerl. Wir müssen die Kühlung abschalten. Mhm. Wir schalten mal schnell die Kühlung ab für euch. Sonst dröhnt es so die ganze Zeit. Jetzt ist das Brummen in meinen Ohren verschwunden. So, drei Herzerl machen wir und den Rest machen wir dann Kugeln, da braucht es die Waage. Bei der Waage tun wir so 5-26 Gramm abwiegen. Zur Sicherheit kostet zwischendurch euren Cakepop-Teig, ob er euch eh schmeckt. So, da machen wir Kugeln. Wichtig ist, dass ihr jetzt beim Formen von den Cakepops ordentlich arbeitet, dass dann nicht lauter Bresel nur dumm liegen, weil die können euch dann in der Glasur beim Glasieren runterfallen und dann verunreinigt euch die Glasur über. Wenn ihr unsere Cakepop-Rezepte durchliest, die sind super geeignet, also die sind meistens so für ca. 30 Cakepops, manchmal 40 Cakepops und die Rezepte sind super geeignet, dass euch die Teige, wenn sie gebacken sind, eingefriert. Wichtig ist, dass es da luftdicht verschließt,
entweder in einem Sack oder in einer Box, die man schön zuklippen kann. Und dann kannst du die auch ein paar Wochen im Frost aufbewahren. So habt ihr den Vorteil, dass zum Beispiel zwei Geschmacksrichtungen backt und immer zwei Geschmacksrichtungen im Frost habt und dann immer schön zusammenmischen könnt, je nach Bedarf. So, jetzt ist es wichtig, dass wir uns die Arbeitsflächen wieder reinigen und abwischen. Und auch die Hände gescheit waschen. Gescheit abtrinken die Finger zwischen die Fingernägel, Zwischenräume auch, dass keine Feuchtigkeit nicht auf die Cakebox oder in die Glasur kommt. Dann fangen wir schon mal an, die Glasur aufzubauen. Wenn ihr die Glasuren über die Mikrowelle aufwärmt, dann gibt es Mikrowellengeschirre, die sind recht praktisch. Da passt ca. ein halber Liter rein. Die haben so Clipdeckel mit Gummiringe, die kann man auch eingefrieren. Und der Vorteil ist, bei so Geschirren für Cakepop-Glasuren, dass die sehr hoch sind. Also das sage halt ich jetzt, Geschirren für Cakepop-Glasuren, die hassen nicht so. Aber schaut, dass immer sehr tiefe Gefäße verwendet. Da tat es euch dann mit dem Glasieren leichter. Wenn ihr die Glasur das erste Mal einstellt, eine Minute geht schon mal. Und dann aber alle in 30 Sekunden Rhythmus. Weil wir schauen, dass vom Rand schön runterkratzt. Bei der Mikrowelle schießen alle die Energien in die Mitte rein, deswegen ist wichtig, dass zwischendurch alle schon ein bisschen umrührt, dass euch in der Mitte der Zucker nicht verbrennt. Die Energien, ja. Die Energien. Die Mikrowellen, ja. Wenn ihr beim Glasieren sauber arbeitet, also schaut, dass keine Brösel oder so reinkommen, dann hält so eine Glasur ein halbes Jahr ohne Probleme. Also man kann wirklich mehrere Farben gleichzeitig verwenden, wenn man sauber arbeitet.
sage euch da mal schnell, ganz liebe Cakepops, die machen wir heute nicht, die sind im Happy Birthday Workshop drinnen, aber die würden genauso gut zu einer Hochzeit oder zum Valentinstag passen. Und zwar da ist eine Kerze in der Mitte oben drinnen, die zählen wir schon an. So. Das wäre zum Beispiel eine Torte, ganz entzückend. Oder da haben wir so Tortenstückchen. Die passen, wie gesagt, auch für Hochzeiten oder Valentinstag oder Muttertag. Das war jetzt so eine Waffelrose, was wir jetzt machen werden dann noch. Da ist eine Rose aus dem Mold rausgemacht. Und da zum Beispiel, das ist jetzt ein Buchstabenwürfel. Die gingen auch für Hochzeit oder für Mama oder für was auch immer. Die sind auch mit einer Rüschenrose. Nur so als kleine Inspiration. Wir werden heute ganz andere Motive machen. Die sind, wie gesagt, beim Happy Birthday Workshop drinnen. Die Herzen, die werde ich mit Holzspieße spießen. Dann werden wir drei Upside-Down-Cakepops machen. Wenn ihr Holzspieße verwendet, immer probieren, ob sie nicht brechen. Die Upside-Down-Cakepops, da gibt es verschiedene, da gibt es welche aus Plastik oder auch aus Papier. Ich habe jetzt welche aus Papier genommen, die sind 15 cm lang, 10 cm, 20 cm, das kann man verwenden, wie man will, hängt einfach auch davon ab, was man damit machen möchte. Zwischendurch waschen, weil oft von den Glasuren hat man ein bisschen Schokolade auf die Finger drauf und dann tut man sich die Stapel verunreinigen. Gerade bei den Papierstapel, die kann man nicht mehr abwischen, wenn da einmal eine farbige Schoko drauf ist, dann die kriegst du nicht mehr runter. Also, ich mache jetzt einmal ein rotes Herz, so circa 1-2 cm Stabel eine Dunge in die Glasur. Aufpassen, dass es nicht durchsticht. Ihr sollt so circa bis da herkommen beim Herz, also 1 cm ungefähr sollte oben frei sein. So circa. Und ein rosarotes. Bei den Herzen, da könnt ihr ruhig unten die Ecken ein bisschen aufstreichen.
Wenn ihr Papierstaberl verwendet, dann gerade einmal so einen halben Zentimeter ungefähr verwenden, nicht zu viel. Dann nochmal mit Holzstaberl dann zum Stechen. Sobald die Glasur nicht mehr glänzt, sondern schon ein bisschen matt ist, kann man mal drauf greifen, dann ist es schon hart und dann kann man schon weiter glasieren. Ihr könnt euch auch ein Geschirrtuch ein bisschen feucht machen und immer wieder einschmieren, dann braucht ihr dabei die Hände waschen. Man muss bei Kasumirstyropor hergeben, bitte. Mhm. Bei den Cakepops, die upside down glasiert werden, das ist jetzt kein schönes Styropor mehr, aber da habe ich mir so Styroporplatten zurechtgeschnitten und da nehme ich immer wieder die Löcher, weil die sind schon ein bisschen ausgeleiert und das macht aber nichts, weil ja genau das, die Spitzen dann immer der Blickpunkt ist und die muss schön sauber bleiben. Und ansonsten nehmen wir bei den Holzspieße aber so Holzplatten mit Löcherfahrbord, aber da passen die Papiersteckerl nicht rein. Deswegen kann man auch mit Styropor arbeiten. Das ist jetzt der weiße. Wir werden alles zweimal glasieren. Jetzt beim ersten Mal glasieren geht es darum, dass wir die Cakepop-Masse versiegeln, dass sie nicht mehr austrocknen kann. Auf die Hand und drehe den Cakepop, damit die überschüssige Glasur abrinnen kann. Wenn Luftblasen sind, so wie da zum Beispiel, dann einfach mit einem Steckerl rein und nur mal klopfen, dass sich das Loch wieder schließt. Es kann euch passieren, wenn so Luftblasen sind und man tut die nicht zerstechen, dass die dann vorm. Jetzt waren wir da an Nasen geworden, jetzt habe ich es noch rechtzeitig erwischt, dass man die. Dass ich es noch mal zurückschüttel. Also wichtig ist, dass man es alle gescheit abklopft. Weil wenn ich dann da so Nasen habe, das schaut auch nicht schön aus. Euch wird auch auffallen, dass im Sommer Cakepop machen, die Glasuren oft ewig brauchen zum Trocknen, weil es einfach so warm ist. Und im Winter kann es sein, dass es einfach viel schneller geht. Auf jeden Fall, wenn wir die Luftblasen nicht zerstechen, dann kann es euch passieren, dass, weil die Glasur ist ja warm, jetzt löst sich ja ganz ein bisschen Fett im Teig auf. Und das kann dann sein, dass das da bei den Löchern dann rausrinnt. Und dann habt ihr da so einen gelben Fetttropfen. Und gerade bei den weißen Papierstaberl ist das blöd, weil das saugt sich dann in den Staberl ein und dann verfärben sie die Stäbchen. Also das sind jetzt einmal die Upside-Down-Cakepops. Da machen wir gleich bei den Herzen weiter. Immer drehen, aber nicht zu wild natürlich, nicht dass wir uns dann die Cakepops runterschleudern.
So, dann machen wir jetzt nur ein paar einfache Kugeln. Wenn wir dann alle Cakepops das erste Mal glasiert haben, machen wir mit der Fondant-Deko weiter. Da zeige ich euch dann die verschiedenen Rosentechniken. Und dann könnt ihr entscheiden, wie ihr eure Cakepops fertig verziert. Diese Fondant-Rosen sind auch eine super Sache, die kann man vorbereiten, auch schon Wochen vorher. Und bei Luft einfach trocknen lassen, dann sind sie halt hart. Aber das macht nichts. Ihr werdet es merken, wenn ihr verschiedene Glasurmarken verwendet, dass jede Glasur sich immer ein bisschen anders verhält. Also es gibt welche, die sind ein bisschen flüssiger, dann gibt es welche, die sind fast ein bisschen klumpig. Da muss man dann zum Beispiel Kokosfett reinmachen oder Kakaobutter kann man auch reinmachen. Mit Kakaobutter muss man halt aber recht vorsichtig sein, weil die in der Mikrowelle ganz schnell verbrennt. Aber ihr könnt es natürlich auch in einem Temperiergerät erwärmen bzw. in einem Wasserbad. Wenn man halt mit mehreren Glasuren arbeitet, dann kann es mit einem Wasserbad sehr mühsam werden. So, jetzt wischen wir da nochmal drüber. Alle Bräseln wegmachen. Dann nehmt ihr euch einen Backpapierbogen. Ich arbeite am liebsten mit Fondant auf dem Backpapier, weil dann habe ich nicht so das Problem, dass ich zu viel Maizena oder Stärke einarbeite. Als erstes zeige ich euch, wie man die Mold verwendet. Das sind so Silikonmold. Die gibt es mit allen möglichen Formen und Größen. Das ist jetzt ein Rosenmold. Da sind 1 cm, 2 cm, 3 und 4 cm. Das hängt aber also für die Cakepops, würde ich immer nur die 1 oder 2 cm verwenden. Bei die beim Workshop für Babymotive, da haben wir zum Beispiel auch ganz liebe so kleine Mini-Babyfusserl. Es gibt Maschall, es gibt ganz viele Deko-Sachen mit die. Aber schaut aber bei der Beschreibung, wenn ihr es für Cakepop verwenden wollt, sie würde eine Deko nie größer wie 2 cm machen. So, da habe ich jetzt pinkes Fondant. Wenn ihr mit Mold arbeitet, dann ist wichtig, dass das Fondant nicht recht klebrig ist. Also das kann man ruhig auch schon ein bisschen an der Luft trocknen lassen, eine Stunde oder was. Und wenn es nur halbrecht klebt, dann einfach vorportionieren. Dann ganz ordentlich in die Mold eindrucken. Da ist wichtig, dass ihr in jeden Winkel eindruckt. Und dass man abschließt, also dass da nichts mehr rausschaut. Und dann kopfüber rauslösen. Das ist zum Beispiel jetzt die Rose. Ich mache davon jetzt 3.
Wie gesagt, die kann man super vorbereiten, dass wenn ich jetzt, was weiß ich, für eine Hochzeitsgesellschaft mit 100 oder 200 Cakepops, überall so jetzt so eine Rose drauf, das ist überhaupt kein Problem nicht. Ich habe da drei verschiedene Rot- und Rosatöne mir zusammengemischt. Das ist überhaupt kein Problem nicht, dass man dann für 200 Leute oder was weiß ich, wie viele Gäste das da sind, einfach mal die Rosen vorbereitet. Man muss sich das halt ein bisschen einteilen. Darum ist es wichtig, dass man vielleicht an unserem Workshop einmal mitmacht, dass man sieht, wie lange brauche ich für 10 Cakepops, welche Arbeitsvorgänge kann ich mir vorbereiten und dann arbeitet man sie einfach durch. Wieder vorportionieren. Ich mache dasselbe mit dem Rot jetzt auch gleich noch. Wenn ihr jetzt jemanden kennt, den ihr beschenken wollt und der mag keine Rosa, dann bitte nehmt eine andere Farbe. Ich nehme halt jetzt Rot und Rosa, weil das halt, ja, meine Herzen da hinten haben auch Rot. Und meine Haare sind momentan rosa. Also, aber man muss natürlich jetzt keinen zwangsverpflichten, dass er Rot und Rosa nehmen muss. Mit Marzipan kann man das auch machen. Marzipan ist in der Verwendung her ein bisschen schwieriger, nur mal, weil es halt einfach sehr nass ist im Verhältnis zu Fondant, Rollfondant. Aber es ist halt vom Geschmack her sehr angenehm, wenn man das Marzipan mag. So, dann haben wir noch Rot. Ich mache jetzt einfach ein bisschen mehr Rosen, weil man weiß jetzt nicht genau, wie man es dekorieren. Und die überbleiben, das macht gar nichts, weil die kann ich ja anders mal wieder verwenden. So, das sind jetzt einmal die Molds. Ich habe jetzt überall drei gemacht. Dann geht es weiter und zwar braucht es einen kleinen Roller. Geht es ein bisschen auf Zeiten. Einen kleinen Fondantroller. Entweder ihr nehmt so einen Edelstahl-Pizzaroller oder einen Fondantschneider oder ein Messer, das hängt aber ein bisschen damit zusammen, was ihr machen wollt. Und zwar, also ich habe das jetzt wirklich hauchdünn ausgerollt, dann die runden Ecken abgeschnitten und jetzt tue ich quasi mit meinen Fingern da so eine kleine Spirale machen. Kleine Minispirale. Und dann schön abkürzen. Einfach so abschneiden mit dem Messer vorsichtig. Das ist jetzt quasi eine kleine Rüschenrose. Absetzen. Das mache ich jetzt mit jeder Farbe einmal.
wenn man so zierliche Fondant-Dekorationen macht, dann alle gut verkneten, dass euch keine, also wenn Fondant länger an der Luft bleibt, bütze oben eine Haut, und je dicker die Haut wird, desto brüchiger wird dann das Fondant, und dann ist oft die ganze Arbeit umsonst, weil es einfach nicht mehr schön ausschaut. Ich mache jetzt nur mal so ein. Ich lege jetzt da zum Beispiel ein paar Rüschen. Zum Beispiel so, das kann man auch machen. Das muss jeder probieren, wie er sie am leichtesten tut. Ein bisschen abschneiden. Das ist auch eine Möglichkeit. Und dann zeige ich euch nur eine dritte Möglichkeit. Ich tue die dann mal schnell nebeneinander halten, dass ihr schaut. Ups, es springt. Und zwar, man holt es aus und dann knickt man es in der Mitte. Man legt sich das Rollfondant quasi zusammen, so, da sind die Enden, so zusammen. Wieder an die Ränder abschneiden. Und dann rollt man die Blume wieder zusammen. Und dann hat man ein bisschen wie eine Schnecke. So. Wenn es jetzt groß ist, dann ein wenig abschneiden. Ich lege euch die drei Blumen jetzt einmal nebeneinander zum Vergleichen. Das sind jetzt drei verschiedene rosa-rot-Töne und drei verschiedene Rosen. Als Vergleich dann nur mal dazu die Molz. Das ist aber mit dem gleichen Farbton, aber halt eine andere Technik. Das eine sind die Silikonmolz und das andere sind die Rüschenrosen. Drei verschiedene Techniken. So. Die lassen wir jetzt ein bisschen trickern. Ich mache jetzt nur grüne Blätter dazu. Drei grüne Blättchen. Zwischendurch Hände waschen. Und zwar, ich habe da so ein wie heißt das? Lemon, also Limettengrün. Man kann auch Mintgrün verwenden, Dunkelgrün, was euch gefällt von der Form her. Was auch zum Thema passt. Da mache ich einfach ein kleines Kugel, wirklich klein. Dann mit der Messerrückseite tue ich es halbieren. Und jetzt die Enden ein bisschen zusammendrücken. So ein kleines bauchiges Blättchen wird. Bei den Cakepops schaut es halt alle lieber aus, wenn es klar, klar, klar ist. Halbieren. Und dann eine Plattform. Es gibt natürlich auch Ausstecher, die kann man genauso verwenden. Ich habe jetzt erst einmal für
180 Cupcakes, so eine Deko gemacht. Also am nächsten Tag habe ich dann ganz schöne Unterarmmuskelkater gehabt. Also von daher, wenn ihr größere Mengen macht, dann ist es echt sinnvoll, wenn ihr ohne Zeitdruck die Deko schon vorbereitet. Die Deko ist einfach oft das, was man unterschätzt, was das für einen Zeitaufwand nämlich ausmacht. So, dann jetzt haben wir ein paar Blättchen. Das war's jetzt mit der Deko. Was man auch noch verwenden kann, sind verschiedene Zuckerbirnen in verschiedenen Größen. Das sind jetzt so ganz kleine. Da habe ich Perlen. Oder ihr darf euch Kokos oder Zucker einfärben. Ich habe jetzt Kokosrot eingefärbt zum Beispiel. Man kann natürlich auch roten Zucker oder rosaroten Zucker verwenden. Die Glasuren sind mittlerweile ein bisschen fest geworden. Die sind, schaut her mal, die sind jetzt matt. Das heißt, die sind definitiv trocken. Ich habe mir da so eine kleine Tasse hergerichtet. Da tue ich mir jetzt, also ich tue immer einfärbige Non-Perlés kaufen und ich mische mir die dann aber je nach Portionen zusammen. Da zum Beispiel jetzt rosa, rot und weiß. Ich zeige euch jetzt einmal die ganz normalen, einfachen Cakepops mit Rosen. Das heißt Kugeln, gespießt, das erste Mal glasiert und beim zweiten Mal glasieren gehen wir jetzt abklopfen, dann setzen wir die Rose aus dem Mold drauf und dann kommen die bunten Perlen rundum und um und so lassen wir es trocknen. Das ist die einfachste Variante, Rosenkekpops zu machen. Also dunkeln, immer drehen und klopfen. So, natürlich bevor es hart wird, machen wir als erster die Zuckerperlen rundum und um. Schauen, dass die Glasur wirklich nur schön nass ist, weil sonst presseln euch dann die kleinen Perlen ab. Und dann in der Mitte die Rose setzen. Dann kann man eben nur schauen, ob vielleicht irgendwo nur eine Perle fehlt, dass nur ein Luckerl ist. So, das ist jetzt der ganz einfache Rosenkekpop. Davon mache ich jetzt drei, weil ich habe drei verschiedene Rosen, also Rosenfarben. Die schauen übrigens auch auf Zartbitter sehr elegant aus. Also wieder die Perlen drauf. Dann die Rose. So. Und dann machen wir nur einen dritten.
So, da kommt dann die dritte Rosenvariante noch drauf von der Farbe her. So. Und dann kann man zum Beispiel so Pralinenschüssel die Färbchen, warte mal, so rote Pralinenschüssel. Jetzt habe ich es. Gibt es auch rosa, lila, alles. Die kann man jetzt von unten draufspießen und draufschieben. Also das ist jetzt, wie gesagt, die einfachste Kekpop-Rosen-Variante. Man kann ja der Oma zum Beispiel auch zum 50. Geburtstag keine 50 Rosen schenken, sondern, also keine Blumenrosen, sondern solche Kekpop-Rosen zum Beispiel. Also das war halt jetzt die einfachste Kekpop-Rose. Jetzt geht es weiter mit den anderen Kekpops. Wir werden jetzt weiter tun mit den Upside-Down-Cake-Pops und zwar werde ich da, da werde ich einen Pimping-Style zeigen, genau, so machen wir das. Und zwar, wir klassieren die jetzt alle ein zweites Mal. Beim Pimping-Style, da werdet ihr mal ganz genau zuschauen müssen, weil den machen wir mit einer ganz kleine Mini-Tülle mit 1,5 bis 2 mm Durchmesser. Aber das ist ganz ein elegantes Muster. So, die lassen wir jetzt mal trocknen. Ich zeige euch jetzt, während die Upside-Down-Cake-Pops trocknen, ganz was Kitschiges. Und zwar das rote Herzerl klassiere ich jetzt nur mal. Schaut, da ist jetzt zum Beispiel ein Riss entstanden. Das passiert manchmal, wenn man nur einmal klassiert. Deswegen ist zweimal klassieren aber super, weil da verschließt sich das wieder. Und der Cake-Pop ist dann nicht so empfindlich. Also den klassieren wir jetzt ein zweites Mal in Rot. Und dann lege ich da rundum und um mit Perlen ein kleines Band und in der Mitte kann ich dann zum Beispiel Rosen geben. Das mache ich jetzt rosa und rot, also super kitschig. Weil wir schauen, wenn ihr Luftblasen habt, gleich mal am Anfang eindrucken. Damit ihr die gleich zerstört und wieder glatt klopfen könnt. Das ist übrigens eine Wildenglasur, da habe ich aber schon ein Kokosfett reingetan, weil die immer extrem klumpig ist. Das Weiße ist eine von der Starmark. Die Gelbe ist zum Beispiel Birkmann, Zartbitter ist eine vegane, also wir verwenden mehrere Marken, wir haben da keine Marke, auf die wir schwören, weil einfach oft durch die Farbstoffe die Konsistenz auch wieder unterschiedlich ist. Und wir mischen uns gerne auch die Farben selber oder verwenden auch Kuvertüre,
alles, wie jetzt mit Perlen, haben wir gesagt. Aufpassen. Müssen wir ziemlich zügig arbeiten, dass eine Glasur nicht schneller trocken wird, als was man die Birne draufgelegt hat. Auf jeder Seite gleich weit arbeiten. So ist für den Fall, dass die Glasur einmal hart geworden ist, kannst du das nur irgendwie gleichmäßig ausbessern. Quasi ein Perlenband irgendwo drum gelegt. Und jetzt sitzt ja nur Rose in die Mitte. Das ist jetzt ein richtiges Kitschherz. So, dann ein einfaches Herz zum Beispiel ist auch nur, dass man auch so einen Rosenmold draufsetzt und dann mit Non-Berlaise, so wie wir es quasi bei den Kugeln auch gemacht haben. Das war halt auch eine Möglichkeit. Ich mache jetzt eine Variante, wo ich da oben so ein Rüschenherz hinsetze mit Bladeln und einfach mit Non-Berlaise, ganz schlicht mit Weiß zum Beispiel. Aber wenn es mit Non-Berlaise oder Perlen arbeitet, immer die als erstes. Weil das ist das, was am schnellsten runterfällt. Wenn die Glasur nicht mehr gescheit hält. Und schaut halt euch drauf, dass die Kekpop-Masse, die drinnen ist, wirklich nicht so süß ist. Also unsere Rezepte sind eh schon sehr zuckerreduziert, weil die ganze Deko, die ihr nachher drauf macht, ob Glasur, Marzipan, Rollfondant, Perlen, das ist immer auf Zuckerbasis. So, also weiß glasiert, weiße Non-Berlaise und jetzt setzt ihr ein kleines Röschen drauf. Mit zwei Bladeln. Muss man ein bisschen vorsichtig arbeiten. Kleines Herzchen. So, dann machen wir rosa nochmal warm. Da klassieren wir jetzt das Herz nochmal.
Und dann bereiten wir uns schon die Tülle vor zum Spritzen für den Pimping-Style. Da gibt es verschiedene Spritzsäcke. Ich habe jetzt mir einen aus Papier gemacht. Es gibt auch Wegwerfspritzsäcke aus Plastik, die sind auf so einem Band zum Oberreißen. Dann gibt es auch wiederverwendbare zum Auskochen, die verwenden wir auch recht gern. Die sind halt praktisch, weil wenn Schoko dann ausgehärtet ist, brauche ich nur die Tülle runterziehen und die Schoko kann ich rausnehmen und wiederverwenden. Beim Pimping-Style werdet ihr immer nur eine bestimmte Anzahl an Kickpops machen können, weil die Schokolade irgendwann fest wird da drinnen und dann kriegt ihr es nicht mehr durch die Tülle durch. Also entweder so viel Zeit einplanen, dass ihr zwischendurch immer die Tülle sauber macht, oder eine zweite, dann kann man halbe abwechselnd arbeiten. Die Glasur muss richtig warm sein, aber nicht heiß. Attila hustet gerade ein bisschen. Händewaschen. Dann leeren wir den Spritzsack rein. Macht sie nicht zu voll, weil dann er ist nicht einfacher zum Hantieren, wenn er zu voll ist. Seht ihr, es rinnt super raus. Ich fange jetzt zum Beispiel mal mit der rosaroten Kugel an. Kannst du das? Geht so? Okay, also ganz genau zuschauen jetzt. Ich teile mir einen Cakepop immer in drei Teile auf. Ich fange einmal mit dem S an und da mache ich jetzt quasi 3 S. So. Und dann setze ich Tropfen. Super, jetzt ist einmal verrunnen. Wenn ihr jetzt schaut, die ist gerade ein bisschen flüssig, die Schokoglasur, der verrinnt da. Kann man nichts mehr machen, ist so. Aber ich kann ihm dann zum Beispiel eine Deko drüber kleben. Vielleicht tatsächlich am Anfang beim Pimping-Style habe ich ein paar sehr viele Cakepops mit einplanen. Und von der Menge her müsst ihr schauen, wie es euch am leichtern tat, von der Menge her, die da drinnen ist im Sackerl. Ich mache jetzt zum Beispiel das Herzerl.
lasse ich jetzt kurz einmal trocknen. Man kann die auch zwischendurch einmal, damit sie nicht verrinnt, ein bisschen abstellen und trocknen lassen. Zum Beispiel. Das ist ganz gut gelungen. Jetzt mache ich nur mal weiß auf rot. Das sieht man den Kontrast schön. Das sieht man den Kontrast besser, gell? Also nur mal so ein S. Das ist quasi wie die Basis. Und dann spritzt man die Tropfen drauf. Das ist jetzt die Übung, dass ihr am Anfang habt gesehen, da verrinnt die Glasur, weil es gerade um 1-2 Grad zu viel hat. Und dann auf einmal kriegt es die richtige Konsistenz und dann irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo es es nicht mehr rausbringt aus der Tülle. So, ihr könnt alles Mögliche damit pimpen, ich zeige es mir schnell im Vergleich ein bisschen. Das ist jetzt quasi der Pimping-Style. Man kann jetzt noch, wenn man möchte, hier so eine Rosen draufkleben zum Beispiel. So Rüschenrosen, machen wir es mal. Da gehen wir... ein Tropfen Schoko drauf. Ein kitschiges Blatt. So. Kann man zum Beispiel so eine Rosel dann.
habe ich zum Beispiel weiße Schüssel, weiße Pralinenschüssel. Das Rot, zum Beispiel jetzt, ich tue das von unten ein bisschen ein. So. Und dann ins Pralinenschüssel einpressen. Gerade das Steckerl. Und jetzt lassen, bis die Glasur hart wird. Und dann hat das einen super Ständer. Und dann kann man zum Beispiel, ich nehme jetzt Orange, dann kann man jedes Schüttel nehmen, was man will, löchern. Und dann hat man quasi eine Namensschildhalterung. Da werden wir jetzt auch noch mehr einen Ständer bauen quasi. Aber wir schauen, dass es gerade ist und hart werden lassen. So, im Prinzip kann man da noch weiter dekorieren, wie man mag. Ich zeige euch bei denen jetzt nur, wie man ganz dünne Streifen aufzieht. Da braucht man nur mal, oder ich mache es mit Rot, damit ihr einen guten Kontrast seht. Okay, das ist ein bisschen fest geworden. Bei der Streifentechnik, wenn man die Streifen zieht, zeigt sie jetzt ganz hart und somit haben wir jetzt gleich für die Kekpops einen Ständer bastelt. Und zwar, die Glasur muss gut flüssig sein. Vorher glasieren wir die Kekpops nur ein zweites Mal. Ich zeige euch jetzt eine Variante, wie sie zum Beispiel marmoriert und einmal mit Streifen, okay? Jetzt da wir marmorieren, das heißt, ich tue den Tupfer drauf und dann müssen die zwei Glasuren unter Klopfen, müssen die so ineinander verrinnen. Da ist wichtig, dass die Glasuren dieselbe Temperatur haben. Da so ein Marmoreffekt. Marmormuster. Das war zum Beispiel eine Möglichkeit für einen Kekpop. Oder wenn wir jetzt Streifen machen, kurz trocknen lassen. Und wenn er dann trocken ist, machen wir die Streifen drüber. Und zwar, wir drehen quasi den Kekpop so durch. Und dann hat es Streifen, ganz zarte. So, im Prinzip war es das jetzt.
Also vielleicht wollt ihr beim nächsten Mal, wenn es Zeit ist, Blumen zu verschenken, Rosen verschenken, essbare Rosen verschenken, in dem Fall selber gemachte. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Die Farben und die Geschmacksrichtungen sind völlig euch überlassen. Und mit Sicherheit muss man da ein bisschen üben, aber es zahlt sich aus. Es ist ein ganz besonderes Willkommensgeschenk oder auch als Dankeschön für Gäste, die zu einer Feier kommen oder einfach zum Valentinstag oder zum Muttertag oder zu was auch immer. Also wir sagen ciao, bis zum nächsten Mal. Es wird sicherlich wieder einen Workshop geben zu einem anderen Thema und viel Spaß beim Nachmachen. Ciao.